sitzt man also hier um 2 Uhr nachts und denkt sich, boah, Langeweile groß. Guckst im Internet rum, denkst dir, geil, SCP, Containment Breach. Denkst du, gibt's doch aber auch ein Spiel? Oh ja, gibt es tatsächlich. Containment Breach heißt das. Auf jeden Fall habe ich es mir jetzt runtergeladen und ich freue mich, das zu spielen. Und ich habe keine Ahnung, wann ich das Spiel spielt und ich habe noch nie etwas von SCP wirklich richtig gehört. Von daher nennen wir das einfach mal Let's Play oder, weiß nicht, Let's... irgendwas. Intro-Sequenz. Gibt's Intro-Sequenz? Lalalal. Okay. Keta, Ex-Permanent Death. Ja gut, wenn wir tot sind, sind wir tot. Also los. Ich habe das Mikrofon direkt von meiner Fresse gespannt. Das heißt, wenn ich schreie, werde ich entweder das Mikrofon komplett umschmeißen. Vielleicht werde ich ein bisschen weinen. Meine Kopfhörer sind verdammt laut eingestellt. Ich höre Eichhörnchen bei 400 Metern Entfernung gegen den Wind furzen. Also, es wird lustig. Oh, das ist ein Bildfehler, aber der gehört zum... Oh, ich kann blinzeln. Okay. Was war das? Nein, oder? Oh, ich hab Bildfehler. Oder gehört das zum Spiel? On behalf of the SPC Foundation and our staff, we are welcome to you to excited on my working period in one and a man many minute. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. What up? Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Alter, was sind das für Schuhe? Attention, please. Technician, Team A3. Please report to Lavendry, C30. Blitzen. Man, I'm hungry. Hey, today's pizza day down at the cafeteria, right? Actually, I think it's tuna casserole. Oh, god damn it. Well, my day's ruined. The only reason I still come here is for the pizza. I don't know what it is about that pizza, but it's delicious. Tuna casserole, on the other hand, is a disgusting abomination, and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Sieht interessant aus. Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and you'll da rein? Probably okay, was haben wir denn hier? Object Class Euclid. SCP-173. Sentinel and Violent. Okay. Hört sich doch witzig an. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Okay. Ja, sicher! Please approach SCP-173 for testing. Die Tür geht nicht zu, möchte ich mal ganz kurz sagen. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Oh lol! Dunkel! Hold it! Mami! Ich bin tot. Ich bin hart gestorben. Oh shit. Okay. Okay. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Holy shit. Okay, ich glaube, wir sehen uns dann... Ich weiß nicht, ob ich hier schneide oder nicht, aber ich glaube, wir sehen uns dann gleich wieder. Versuch Nummer 2. Oh, fuck. Hallo? Warte, ich kann kacken gehen. So. Hallo? Pick up the paper on the desk. Achso. Hab ich. Please memorize your designation as the staff would use to refer to your... D9341. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way,
We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Ruckel, ruckel. Ruckel. Attention. Oh, da krieg ich jetzt Standbilder. Was ist das für ein Scheiß? Alter, das Spiel schlecht. Es ist schlecht programmiert. BZW, es ist gut gemacht, aber es ist einfach tierisch hart am ruckeln und alles. Warum ruckelt das denn so? Okay. Nice, da stellt man die Auflösung um, denkt sich, boah, geil, Junge, und dann BAM! Crash ihm einfach die Dings weg. Das Spiel crasht ihm einfach weg. Das zeichnet Quality Gaming aus. Warum ruckelt das Spiel denn jetzt so hart? Einen Moment, bitte. So, back in business, back in game. Das Spiel ist gecrashed und ich... Also die Bildfehler gehören tatsächlich zum Spiel. Wie es ausschaut. Mein Mikrofon ein bisschen abhanden gekommen. So. Läuft wieder flüssig. Das Spiel ist so schlecht programmiert einfach nur. Es ist unglaublich. Ja, die Bildfehler gehören tatsächlich zum Spiel. Ich konnte keine Lösung gerade finden, schnell, aber egal. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of yourself. Just follow me. Oh, and by the way, auch die Auflösung gestellt. To kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Fangen wir mal den Mann mit den Eisenstiefeln. Attention. Das ist schon lang, ey. Holy shit. Sierra, please report to decontamination checkpoint. Decontamination checkpoint. Inch 13. You don't have a girlfriend, do you? Is it that obvious? Well, I'm definitely not a mind reader. Otherwise, I'd be locked up in this place. So, yeah, I'd say it's pretty damn obvious. Well, how am I supposed to get a girlfriend anyway when I have this job? I mean, I can't tell her about it. Tell her you work at some coffee shop or something. Well, what if I accidentally forgot to wash my hands here at work? And I came home and there was blood all over my hands. Well, what I told her... I don't know. Just tell her it's, ketchup. Darf ich dazu auch was sagen? Why would I have ketchup on my hands if I knew that? Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and, you'll probably be fine. Okay. Hallo! Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Ja, kein Problem, wa? Okay, also wie ich halt mitbekommen habe, darf man dieses... Muss man dieses Ding angucken, man darf nicht weggucken. Please approach SCP-173 for testing. Könnte interessant werden. There seems to be a problem with the door control system. The door is responding to any Mama. Ah, das ist laut. Oh Gott! Motherfucker! Warum sterbe ich denn hier immer? Mann! Ach, Pisse, ey. Bin ich wieder hart draufgegangen. Nimm den Zettel. Lest den Zettel. Denkt ihr, what the fuck, ist das ein Bullshit? Lass die Tür aufgehen. Hey, they've got some work for you. Danke. Do me a favor and step out of your cell. And step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Attention, please. Maintenance, crew, echo, report to lavatory, C-30. Oh mein Gott, ist das Intro lang. Hey, today's pizza day down at the cafeteria, right? Actually, I think it's tuna casserole. Oh, God damn it. Well, my day's ruined. The only reason I still come here is for the pizza. I don't know what it is about that pizza, but it's delicious. Tuna casserole, on the other hand, is a disgusting abomination. It should be locked up in here with the rest of these freaks. Okay. Security is the first step towards a safe work environment. Stay secure. Fuck. Stay vigilant. Well, we're...
we're here. Just get in there and follow all the instructions. You'll probably be fine. Ja, quatsch mich nicht fett, Alter, geht rein, kommt hier. Class D personnel, please enter the containment chamber. Ganz schön blinzeln. Please approach SCP-173 for testing. 173. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Was? Save. Es ist ganz schön dunkel hier. Was? Wo? Wo? Was? Wie? Speichern? Das ist das Spiel laut. Hallo? Speichern. Alter, das ist das Spiel laut, ey. Moment. Moment. Meine Ohren explodieren ja gleich. Pisse, pisse. Das ist mein Spielstand. Ja, das ist mein Spielstand. Alter Schwede, ey. Geht ja schon gut los. Hab ich schon gesagt, dass ich ein absolutes Weichei bin und eigentlich Horrorspiele hasse wie die Pest. Ja, nein, vielleicht? Dann wisst ihr es jetzt. Ich hasse Horrorspiele. Ich find's tatsächlich nicht so schlimm wie Horrorfilme. Weil in Horrorfilmen ist es teilweise abzusehen, was passiert, aber in Horrorspielen ist es nicht abzusehen. Aus den ganzen Filmen, weil du der Protagonist bist und du es durchlebst. In der Regel gehen Tiere schaut auf die Eier. Ist das wirklich ein Teil des Spiels oder ist es wirklich jetzt nicht Teil des Spiels? What the fuck? Ja, ich hab... Ja, ich geh mal... Ich geh weiter, ja. Ich geh weiter. Ich geh weiter. Muss eine Keykarte organisieren. Oh, eine Keykarte. Was? Blitzeln. So verhalten sich aber elektrische... Moment mal, what the fuck? Caution heißt doch Vorsicht, oder? Oder? Ach, hör auf. Hallo? Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab geblinzelt, deswegen hab ich mich erschrocken. Bitte nicht mehr erschrecken. Hier schon mal? Was war das? Ey, sie Biffe, der geht mit hier auf die Eier. Warum, was war das? LOL. Ich war da schon mal. Hä? Geh hart im Kreis. Hallo? Heavy Containment Zone. Hallo? Heißt denn Heavy Containment Zone das Light Containment Zone? Ach so, ja. Das Viech, das einfach aus der Zelle verschwindet und wenn man blinzelt, das einen umbringt, ist natürlich total ungefährlich. Miesen Wichspissnasen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Komm ich doch von hier oder nicht? Oder? Wo gehe ich lang? Wo muss ich hin? Ist ein Aufzug? Ja. Cool.
Blinzeln! Blinzeln! Oh Gott, Ladezeit. es ist sehr hart. Hallo? Ich bin's. Ich bin ein normaler Mensch. Bitte erschießt mich nicht. Ich bin ganz normal. Und es ist stockduster hier. Hallo? What the fuck? Was bist du denn? Du siehst echt hart aus. Oh Gott! Nein, ich bin... Ich habe mich nur ganz... Oh, hätte ich auch gerade zu speichern. Ich habe vergessen zu speichern. Da ist ein Loch in der Dinge, aber warum? Lecker. Oh mein Gott. Oh, ich sehe gerade mal... Oh Gott! Ja. Ich glaube, ich höre jetzt heute auf hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht. Auf Wiedersehen.